Ich bin hier mit der lieben Josephine. Sie hat so einen wunderschönen Namen. Napolitano Freitag. Freitag, genau. Das finde ich richtig klasse. Der gefällt mir super gut. Den kann man sich auch gut merken. Ja, ja. Ich denke dann immer an meine Lieblingsspaghetti, die gab es in Napoli, die ich jemals gegessen habe. Die besten Spaghetti meines ganzen Lebens habe ich in Neapel gegessen. Na, wir werden uns ja doch mal hoffentlich live treffen. Wer mag bei dir dann deinem schönen See mit Auf Anja und jeden so? Das Fall. wäre doch mal eine schöne Option, oder Ist auf nicht? jeden Fall geplant. Ihr dürft Ist alle zu geplant? mir kommen. Wir haben keine Maskeradenpflicht. Können alle kommen. Ja, da müssen wir mal eine Zeit ausmachen. Das Ein werden wir Wochenende organisieren. oder Auf ja, jeden Fall. Wochenende mal ein Übernacht. Genau. Werden wir auf jeden Fall organisieren. Und So, das wäre prima. Und ich dann bin jetzt hier nach Italien fahren zum Essen. mit der. Hä? Ja, aber da ist leider dann noch Maskerade. Ich war ja letztes Wochenende war Ja. ich in Italien. Bei uns musst du nirgends die Maske aufsetzen. Ist einfach geil. Kommt alle in die Schweiz. Die Wine Healing ist hier richtig Power. Wir haben schon die Masken weggeheilt. Liebe Josephine, erzähl mal. Du bist ja unsere super Power Master of Divine Healing Frau. Danke, 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 die Super Power, die Weinhealerin. Genau, weil man muss ja einfach nur sagen, es ist ja nichts, was nicht jeder kann. Es ist nur etwas, was sich leider noch nicht jeder erlaubt. Weil können tut's ja jeder. Wir sind ja alle göttliche Menschen. Wir haben ja alle göttliche Heilkräfte in uns. Alle, jeder Einzelne. Und diese göttlichen Heilkräfte wieder rauszukramen und unserem Hirn auch klarzumachen, hey, du bist nicht hier ein armer Mensch, sondern du bist ein göttlicher Mensch und du hast andere Aufgaben, du hast andere Möglichkeiten, du kannst was bewirken hier drin. Und deswegen geben wir ja so Gas, gell, Josephine, mit dem Divine Healing, weil das so viel kann. Auf Erzähl du jetzt mal, du hast ja schon. jeden Fall. Na, ich erzähle mal einen kurzen Background. Ich hatte bei dir den Mastermind und da kam die Anja dazu und die hat bei jemandem eine kleine Session gemacht. Und weil ich zwei Knies-OPs hatte durch meinen mehrfachen Kniescheibenbruch, hatte ich Anja gebeten, mach mir doch auch mal gleich eine. Und da merkte ich auch so, wie die Energie floss. Und mich hatte das direkt angesprochen. Das ist einfach so. Das ist wie vor 8 Jahren mit den Ölen gewesen, weißt du. Und ja, dann habe ich das sehr schnell gelernt. Also ich hatte das total schnell drin bei mir und habe es auch schon angewandt, bevor ich überhaupt die Ausbildung gemacht habe. Und die habe ich dann aber nachher gemacht, die Ausbildung bei euch zum Master of Divine Healing und habe es schon. Ich wende das jeden Tag bei mir an. Bei Klienten habe ich das schon offline gemacht, online gemacht. Das klappt super in beiden und kriege auch gutes Feedback. Panikattacken sind weg. Partnerprobleme sind erstmal gelöst, bis sie sich die nächsten antun. Ja, genau. Weil ich meine, wenn du etwas löst, dann heißt es ja noch lange nicht, dass der andere nicht sich das wiederholen kann, leider, ne? Ja, aber ich sage den Leuten auch, ihr habt ein gutes Fundament, weil ich mache das als Bonus dazu, dass ich das den Klienten gebe, auch so ein Zoom, damit sie sich da immer wieder mit verbinden können. Und ja, also das Hören kann ich nicht für die übernehmen, weißt du. Ich kann ihnen einfach ein gutes Fundament wie so ein Architekt bauen, aber das Anwenden täglich, das muss man dann schon selber machen. Diese Wenn man auch, Konsequenz. genau, wenn man natürlich auch die Möglichkeit erkennt, was man da für ein Geschenk bekommen hat, und das meine ich nicht vom Geld her, sondern einfach die Möglichkeit, die du hast. Und was halt wichtig auch ist, ist zu sehen, das Divine Healing, das ist die energetische Seite. Und dann gibt es eben noch die Seite des Verstandes, die Seite zu verstehen, wie es funktioniert hier in diesem Leben.
wie wir funktionieren, wie unser Universum, wie das Göttliche funktioniert. Diese beiden Dinge, die muss man einfach irgendwann mal in Einklang bringen. Und genau. Und bei auf mir, einer Seite muss man anfangen. Und es ist einfach, wenn man sich begleiten lässt mit dem Divine Healing. Genau. Und bei mir ist das so, ich bin ja ein Magnet für dieses Divine Healing und ich, sobald ich da draußen drüber rede, das ist wie mit meinen Ölen, dann kommen die Leute schon zu mir und wollen das wissen. Und mit den Leuten, mit den Klienten, mit denen ich das schon gemacht habe, da bin ich auch verbunden, weil es auch für mich interessant ist, was tut sich da. Und da sagen die wirklich auch Wochen später, da hat sich die Türe jetzt geöffnet und ich weiß jetzt, warum ich das gesundheitliche Problem hatte. Und jetzt hat sich das mir erschlossen. Also so eine Nachhaltigkeit hat das, wenn man sich wirklich damit regelmäßig verbindet, mit der Aufnahme so jetzt, ne? Wenn ich das aufnehme. Und dann kommt plötzlich, das ist es gewesen. Ja, also das ist eben auch diese coole Power, oder? Du kannst es in der Aufnahme, wenn du diese Anwendung machst, diese Session, kannst du das konservieren. Genau. Und es ist aber auch möglich, es funktioniert auch, wenn jemand nicht da ist. Erzähl mal, was du mit deiner Mutter gemacht hast. Ja, meine Mama, die ist ja, wie gesagt, in einer anderen Stadt und die ist auch schwerhörig und danach kriegte ich Sonntag so die Inspiration, jetzt mache ich meiner Mama eine. Ich war bis dato noch gar nicht drauf gekommen und damit ich mir nicht die Seele aus dem Leib schreie mit meiner schwerhörigen Mutter, habe ich gedacht, ich mache ihr jetzt mal so eine für ihre Beschwerden. Und habe sie gestern angerufen und meine Mama war wie ausgewechselt. Es war nicht ganz weg, die Schmerzen, weißt du, weil mit fast 85 hat sich auch schon vieles aufgetürmt. Ja, genau. Also meine Mutter, die kriegt jetzt jeden Tag eine von mir, damit die Barrieren gedrückt werden. Ja, und das ist natürlich auch eine andere Generation, meine Mutter, das weißt du vielleicht schon. Aber du hast ihr nichts gesagt, was du machst, oder? Nein, ich habe ihr gar nichts gesagt, das ist auch besser so, weißt du, so, weil, ja, es ist eine andere Generation. Es ist auch vielfach wirklich so, dass viele Leute das halt nicht glauben, aber du musst ja nicht mal dran glauben, dass es wirkt, dass es wirkt. Das ist ja das Schöne. Du kannst auch nicht dran glauben und es hilft. So, und wie gesagt, und ich hörte schon wirklich gestern an der Stimme von meiner Mutter, die war viel fester, die war viel robuster, nicht so meckrig, nörgelig, so, ja. Und dachte ich, und das wollte ich einfach mal ausprobieren, dachte ich, wow, das ist ja interessant. Ja, und ich habe natürlich wieder, ich bin ja der Meister auf Divine Healing Kreateur. Ich habe natürlich dann auch wieder was Tolles kreiert, habe ich gestern so bei den Klienten gemacht. Und zwar, du weißt ja, ich rede auch gerne drüber, habe ich ja die tollen Young Living Öle, unter anderem Hingabe und Dankbarkeit, auch zwei ganz hochschwingende Öle. Und dann kriegte ich auch die Inspiration. Jetzt schaue ich mal, wie das damit geht. Und da macht der Klient und ich und so ein, zwei Tropfen auch auf dem Scheitel drauf, auch wo nachher das Divine Healing rübergeht, mit ein Tropfen jeweils von beiden Ölen. Und da, wenn du das dann machst, das ist ja nur meine Kreation, weißt du, weil man kann die Divine Healing ja mit ganz vielen Sachen noch connecten, Aromatherapie mit Coaching, ja, du hast da ganz viele Möglichkeiten, wo du das in deinem Business integrieren kannst. Und wenn man das noch macht mit den Ölen, da hast du noch mal, bist du noch mal auf, nicht auf Wolke 7, sondern auf Wolke 21 dann noch mal, ja, weil das natürlich gerade diese zwei Öle, Dankbarkeit und Hingabe, auch noch mal sehr nach oben verbinden. Das ist so meine neueste Kreation, die ich gestern hier mal so rausgehauen habe. Und was das Coole einfach auch ist, was du auch schon gesagt hast, egal was für ein Business du hast, wenn du mal die Systematik und den Hintergrund von dem Divine Healing wirklich verstanden hast, dann kannst du das überall anwenden. Und sogar im Restaurant, du machst, dass dein Essen besser schmeckt. Du machst, dass die Bedienung freundlich ist.
Du kannst alles machen damit. Und das Schöne ist eben, du gibst eigentlich Divine Healing göttliche Liebe und du lernst endlich auch mal, dass es eben darum geht, ein Liebesgenerator zu sein, also ein Generator einer göttlichen Energie zu sein und dass du damit so viel bewirken kannst. Egal wo. Und das ist eben das Tolle. Und wenn ihr mit der Josephine einen Termin ausmachen wollt und mal erfahren möchtet, habt ihr zwei Möglichkeiten oder sogar drei. Und zwar einmal online, ja, geht ganz wunderbar. Offline, ihr könnt sie in Berlin in ihrer Praxis, könnt ihr einen Termin mit ihr ausmachen. Da habt ihr dann das ganze Spektrum an Josephine. Mit Aromatherapie. Mit allem. Die macht ein neuer Mensch aus euch. Ja, schau uns doch an, wie wir immer strahlen. Das ist ja mein Botox. Absolut. Und auch und das. Ich bin schon Ende 50, ne? Und ich bin Anfang 50. Ja, also. Das Anti-Aging, das wirkt auch. Also Divine ja. Anti-Aging gibt es. Da wird die Anja auch nochmal einen Call dazu machen. Es sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Und wenn du da einmal eingetuned bist, dann merkst du plötzlich wirklich, wer du wirklich bist. Und da geht es nicht darum, als Ego zu wirken, sondern da geht es wirklich darum, als göttliche Energie hier unterwegs zu sein und den Planet zu unterstützen, auf eine neue Schwingung zu kommen. Naja, mein Wunsch ist es einfach, dass wirklich, so heißt ja auch meine Gruppe, heißt Potential, dass wirklich alle Menschen happy sind und sich nicht mit irgendeinem Mist, sage ich mal, rumschlagen müssen. Egal wie es immer im Außen ist, auch bei mir ist nicht immer alles super, aber ich habe ja immer die Wahl, bade ich jetzt in mein Elend, weißt du, wieso, ja, wälze ich mich da rein oder sage ich, nee, da habe ich keinen Bock drauf, der Herrgott hat für mich Freude und Leichtigkeit sich mir gewünscht und das wähle ich jetzt auch für mich, ne, so, und da eben die Schalter so umzulegen, weil ich meine, meine Lebenszeit ist jetzt das meiste vorbei und ich will meine nächsten 30 Jahre oder wie viel auch einfach auch mehr Leichtigkeit haben, auch wenn ich noch nicht die 10 Millionen habe oder mein Haus irgendwo und mein Ferrari, ja. Aber das alleine ist es nicht so. Ja, aber es ist ja die logische Konsequenz. Du kriegst dein Ferrari nicht, wenn du zu Hause sitzt und denkst, ich bin einfach so ein trauriger, armer Mensch. Da, vergiss es, da kriegst du auch dein Haus nicht und gar nichts. Das funktioniert halt andersrum. Funktioniert andersrum. Du musst erst das generieren, was du wirklich bist, was du sein willst. Und dann kommen die Sachen da rein spaziert, die du haben möchtest. Genau. Und ich mache das wirklich so, dass ich mit den Klienten wirklich in die schönste Version reingehe. Wie möchtest du das haben? Erzähl mal was von deinem Idealbild, so über Reichtum oder über Gesundheit. Was möchtest du den Partner haben? Und das ist natürlich, dann sind die ja schon in dieser großen... Genau, und mit Divine Healing gehst du dann quasi in die Energie, in das energetische Feld, bis in die DNA-Ebene, Zellebene, in die tiefste Ebene, kommen eben diese Informationen der Wahrheit wieder rein. Das ist nämlich nicht so, dass unser System das nicht kennt, sondern es hat es vergessen. Und es geht darum, dass wir wieder auf diesem Modus laufen, auf diesem Modus der Wahrheit, der Göttlichkeit, damit. Und wenn unser System das lange genug wieder in Erinnerung gerufen gekriegt hat, dann marschiert es eben schön alleine weiter. Naja, und dann ist es so, dass einfach diese hohen Schwingungen, Liebe, Freude, Dankbarkeit, Demut, Hingabe, mit oder ohne Öle, ja, das wird alles direkt da ins Feld reingegeben. Das habe ich ja auch bei meiner Mutter direkt gemerkt. Deswegen ihre gute Laune dann gestern Morgen. Und das löst natürlich
ich sage jetzt mal übertrieben, dein Elend, was du dir kreiert hast, löst es natürlich ab. Und die Divine Healing mag ich so gerne. Sie geht unheimlich schnell, schnell zu lernen, schnell anzuwenden. Du musst nicht zum Himalaya fahren und dann ja meditieren, dass du dein Haus hast. Ich sage jetzt mal Haus, kann alles Mögliche sein. Du wendest das an. Ich mache sogar manchmal zweimal am Tag oder dreimal. Und dann bist du eben in deiner Essenz. Ganz genau. Und das musst du auch erstmal kennenlernen. Du gehst da rein in diesen Zustand und da musst du dann auch noch anfangen, dich wohlzufühlen, weil es halt unbekannt ist. Ja, wohlfühlen muss man auch mögen, ne? Ja, es ist unbekannt, wenn du dein ganzes Leben irgendwo Angst hattest oder dich eingeengt und unfrei und nicht selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt gefühlt hast, musst du das erstmal lernen, wie das ist, wenn du jetzt plötzlich ein anderer bist, respektive der bist, der du wirklich bist und nicht der, den du glaubtest zu sein. Und das genau. Darf man sich auch erlauben, dass das ein Prozess ist, der einen aber stetig in ein besseres Wohlbefinden bringt. Auf jeden Fall. Ja, die Laune, die verbessert sich um 100%. Das kann ich wirklich sagen. Auch wenn ich die Menschen, die Klienten wieder live sehe, dann sage ich zu denen, du bist jetzt ganz anders. Meistens merken die das selber gar nicht, weißt du, so vielleicht, weil sie noch nicht so diese connected so haben oder sich vielleicht noch nicht ganz trauen, das zu fühlen. Ich merke das aber so mehr als sie dann selber so, ne? Und man merkt es auch am Gesichtsausdruck. Also ich merke das bei allen Klienten dann. Ja. Und also es lohnt sich, die sowieso am Gewinnspiel teilzunehmen. Vielleicht hat man ja das große, große Glück. Ansonsten bei also einen... Also es sind jetzt 40 Leute, die sich schon angemeldet haben. Wie viel? 40. 40? Ja, 40. Bei 10 Anwendungen, die verlost werden. Ist immer noch eine große Chance, dass ihr eine Divine Healing Anwendung bekommen könnt. Es ist eine große Chance, dass ihr die auch von der Josephine bekommt. Wir haben natürlich noch andere Master of Divine Healing, die da mitmachen und ihr kriegt es wirklich gratis. Wir wollen, dass ihr das spürt und deswegen haben wir jetzt 10 Anwendungen aus, verlosen wir am Freitag. Bis Sendeschluss, also bis am Freitag könnt ihr euch anmelden. Der Link wird unten gepostet in die Kommentare auch noch, wo ihr euch für diese Session, das sind übrigens 2 Termine, ihr müsst euch 2 Termine freihalten. Ja. Ja, das ist nicht einfach mal so war erledigt, sondern wir kümmern uns wirklich drum. Wir kümmern uns um euch und ihr habt einen Wert von 399 Euro, den ihr hier gewinnen könnt. Hallo? Und ich wollte eben wirklich noch sagen, und selbst wenn man wirklich nicht gewinnen sollte, ist nicht schlimm. Das weißt du auch, Pat, jedes Facebook-Coaching ist viel, viel teurer, als eine Session zu buchen, wenn man nicht zu den Gewinnern gehört, wo wirklich dein Thema dauerhaft gelöst wird. Jedes Coaching ist teurer. Aber was ich halt auch wirklich wichtig finde und was halt bei mir so ist, dass wenn du das ausgeprobiert hast, ja, dass du, wie du auch, oder? Wenn du das mal spürst, dann merkst du, Mann, ich will das vertiefen. Ich will mich da reinsetzen. Ich will für mich selber dieses Tool lernen. Ich will die Ausbildung machen und ich möchte anderen helfen. Und wenn es nur in der Family ist, ja, wenn es wirklich nur privat ist, dann, und wenn es nur bei der Mama ist irgendwo, ne? Genau, und wenn es nur bei der Mama ist, dass du ein Tool hast, dass du nicht verzweifelt bist und dass die Mama, da geht's schlecht, ja? Und oh mein Gott, wir sind schon von Arzt zu Arzt gerannt und geht nichts mehr, die muss jetzt leiden bis zum Ende ihrer Tage. Nein, verflixt, du hast ein Tool. Du kannst ihr helfen, dass sie sich besser fühlt und dass sie, dass dein Sohn, dein Mann, ja? Wir können so viel tun für die Menschen, ohne dass wir mit ihnen reden, sie manipulieren oder kontrollieren oder sonst irgendwo hinführen, sondern nur in dieser reinen, mit der reinen göttlichen Energie können wir so viel machen. Und das finde ich einfach das Allerschönste an der Geschichte. Und deswegen ist es bei mir auch in Coaching-Programmen, die Anwendungen sind immer Teil, egal was ich mache an Coaching. Und
auch in den großen Business-Coachings-Programmen, wie zum Beispiel die göttliche Unternehmerin, ist die Ausbildung mit dabei. Weil du hast ein ganz anderes Standing. Du stehst am Morgen auf und du weißt, was du zu tun hast, neben Zähneputzen und Haare kämmen. Oder? Naja, ich wende es jeden Tag bei mir an. Und meine Erfahrung war, Facebook live gehen, so dass ich da einfach Hemmungen hatte, weil ich mich nicht getraut habe. Angst, was Falsches zu sagen. Und dann habe ich mir ja so viele Ansichten auf Facebook und dann habe ich mir ja eben diese Anwendung mal geben lassen. Und dann hatte ich ja diesen Kloß im Hals in der Anwendung. Und als der gelöst wurde, ist das ja für mich kein Thema mehr. Du kriegst das ja auch mit YouTube-Videos drehen. Und da kommen einfach ganz viele Dinge im Gang. So, ne? Ich meine, wir Menschen wollen ja uns auch verändern, neue Sachen lernen und wachsen und nicht in unserer kleinen Box oder Flasche da drin. Darf man natürlich auch wählen. So, ne? Ich meine, wir wollen ja niemanden jetzt sagen, wie er leben muss. mit oder ohne Box. So, aber man möchte ja auch einfach so weitergehen auch so, ne, und Neues einfach erleben. Wir sind noch hier, Dinge zu erleben. So, und seit bei mir der Knoten da gelöst war in der Divine Healing Anwendung, ist das ja für mich kein Thema mehr. Das mache ich noch gleich noch ein Live in meiner Facebook-Gruppe, jetzt wo ich noch so gestylt aussehe vorm Sport. Ja. Ja. Und es ist einfach viel, viel Leichtigkeit kommt ins Leben, oder? Es kommt, machst dich auch nicht mehr so viel Sorgen, du kommst ins Vertrauen rein, du kommst einfach in diese Schwingung und in diesen wahrhaftigen Zustand, für den du gedacht bist. Für den der Herrgott uns wirklich alle hier auf die Erde geschickt hat. Und weißt du, wenn ich diese Sache, für mich ist es, und ich bin schon wirklich viel unterwegs, das beste Tool, was ich gelernt habe, leicht und schnell. Wenn mir das jemand vor 30 Jahren gegeben hätte, ich hätte mir auch viel, viel Elend erspart. So. Aber wir sind ja auch da, um zu wachsen. Und vielleicht ist es jetzt eben mehr der richtige Zeitpunkt gewesen, dass ich das Bewusstsein hatte, es jetzt zu lernen. So, ja. Ne? Und zu empfangen auch, ne? Ganz also, genau. Die Ausbildung machen. Was wir halt auch noch sagen müssen, ist halt wirklich, dass es nicht so ist, sag ich mal, wie die meisten anderen Energieausbildungen oder so, dass du genau dich dran halten musst, sondern du kapierst das System. Ja. Du lernst zu verstehen, worum es geht. Und dann geht es eben nicht wirklich drum, irgendwas abzuleiern oder einen festen Leitfaden oder einen festen Ablauf zu verfolgen, sondern es geht wirklich darum, das Richtige zu empfangen, was du deinem Gegenüber jetzt geben darfst. Dass du da komplett draußen bist als Ego. Ja, du bist komplett draußen. Es geht gar nicht um Josephine, es geht nicht um Patricia, sondern es geht darum, dass die Dinge geschehen dürfen, die in die göttliche Ordnung können. Und das macht es auch so leicht als Anwender, weil du musst nicht denken, oh, heute bin ich schlecht drauf oder so. Es macht keinen Unterschied, ob du schlecht drauf bist. Du gehst ja mit da rein, ja, du sprichst ja auch die Anwendung in der Ich-Form. Ich verbinde mich dann mit den Klienten und ich warte dann auf die Impulse, die dann kommen, was ich dann einfach ins System geben kann. Und wenn es dir gerade nicht so fröhlich geht oder was auch immer, das heißt nicht, dass du keine Wirkung erzeugen kannst. Das ist ja das Wichtige an dieser Geschichte, weil du bist nur der Erlaubnisgeber, du bist nur der Kanal in diesem Moment und du hast eigentlich als Mensch, hast du nichts zu suchen in der Anwendung, sondern du machst einfach alles, was das Göttliche haben möchte, stellst du oder ermöglichst du. Du bist ein Ermöglicher als Anwender. Und deswegen ist es auch nicht schwer zu sagen, ja, vielleicht mache ich was falsch. Nö, du kannst nichts falsch machen. Ja, du kannst, das Einzige, was du falsch machen kannst, ist, du kannst nichts machen.
Das ist das Falscheste, was du tun kannst, dich nicht zur Verfügung zu stellen für den göttlichen Kanal, als Wirkraum dich zur Verfügung zu stellen für dich selbst und für andere Leute. Das ist der einzige Fehler, den du machen kannst. Ich wollte dich gestern noch fragen, aber 40 Leute haben sich schon angemeldet, ja? 40 Leute und hoffentlich die, das jetzt auch noch hören, melden sich auch noch an. Und ist ein ganz, ganz kleiner Fragebogen, den du da im Link findest, nur worum es geht, wobei mir, was dein Thema ist, geht ganz schnell zum Ausfüllen. Und dann geht es schon los. Das Einzige, worum wir natürlich noch bitten, ist um nachher ein Testimonial, damit mehr und mehr Leute wirklich davon erfahren, dass es da was gibt, ein tolles Tool, dass man leicht und erschwinglich lernen kann und weitergeben kann. Genau. Für sich selber, für sein Umfeld, für Tiere wollte ich auch nochmal. Ja, genau. Du hast ja auch einen Hund, ich habe ja auch Tiere. Ja, dass die Tiere sich wohlfühlen, meine Vögel, die mausern, oft kann man anwenden, ja. Und es Garten, ist eben wirklich Pflanzen, diese hohe Schwingung, ne? Pflanzen, wenn du einen Garten hast, für alles. Weil wir sind ja alle gleich und wir sind alle verbunden. Und es geht einfach wirklich darum, dass Leute heraustreten, Neues, Göttliches kreieren wollen und nicht sich davon abbringen lassen, was man halt so gerade so mitkriegt. Weil da helfen wir nicht. Wir helfen nicht, wenn wir uns da energetisch rein tun in das Drama. Wir helfen nur, wenn wir selber aus dem Drama draußen bleiben und ein schönes, energetisch hochschwingendes Leben mit anderen Menschen kreieren. Ja, ich meine, wer möchte das nicht, ne, so, wer möchte nicht in Freude leben und in Leichtigkeit? Genau. Also ich möchte das auf jeden Fall und da tue ich auch alles für. Da investiere ich auch wirklich viel Geld auch in meinen Weiterbildungen. Ja, ja, weil Geld ist Energie. Und Energie kommt immer zurück. Das ist auch noch ein Punkt, wo wir vielleicht noch erwähnen können. Jedes Mal, wenn du jemanden anderen mit dieser Divine Healing Anwendung hilfst, hilfst du dir selber wieder mit. Das ist ja auch das Allerschönste, ja? Jedes Mal, wenn du für jemanden da bist, bist du gleichzeitig für dich auch wieder da. Das ja, ergibt sich. Man kann wirklich, wirklich es mit anderem Business gut zusammenfügen. Ne? Aromatherapie, wenn du ein Coaching-Business hast, Massage-Business, das ist nicht irgendein Tool, was du nur alleine anwenden kannst. Horch einfach immer, sei wachsam, so mache ich das mit Leuten, die dir begegnen oder in meinen WhatsApp-Gruppen, so mache ich das, wenn ich mit Leuten spreche, so wie am Samstag beim ehrenamtlichen Arbeiten, kriegte ich Geld, noch ein Restgeld von der Klientin und einer sagte, oh, was machst du da? Und dann erzähle ich da drüber. Du bist einfach ein Magnet durch deine wahnsinnige hohe Schwingung und Ausstrahlung. Beim Sport, sämtliche Männer grüßen mich, ist doch auch toll, ne? Seit die Muckibuden wieder letzte Woche aufgemacht haben. Ja, und der Dirk zum Beispiel, der hat ja Immobilien, er arbeitet mit Immobilien, der hat auch die Ausbildung gemacht und integriert das ins Immobilienbusiness. Also es muss eigentlich in jedem Business, jeder muss das kennen. Und wir haben ja mal gesagt, die Vision, oder? 80% der Weltbevölkerung und da hast du gesagt, Josefine, wieso nur 80%? Und es ist wahr, oder? Es ist wirklich wahr, weil es einfach so einfach ist. Und wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, kontaktiert die Josefine oder kontaktiert mich, die Anja und alle Master of Divine Healing, die ihr hier seht und meldet euch auf jeden Fall an für das Gewinnspiel. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das mal selber spüren dürft und ihr müsst nicht mal in die eigene Tasche greifen, wenn ihr das gewinnt, sondern ihr könnt selber euch das auch manifestieren, dass ihr das natürlich gewinnt, oder? Das ist ja auch eine energetische Manifestation. Also, und wann machen wir die Auslosung? Ich habe das jetzt. Die Auslosung ist am Freitag. Alle, die sich angemeldet haben, die kriegen am Samstag auf jeden Fall eine Benachrichtigung, ob sie dabei sind, mit wem sie dabei sind. Also ihr werdet auf jeden Fall benachrichtigt.
nicht nur die, die gewonnen haben, sondern wir nehmen natürlich mit allen Kontakt auf. Nicht, dass es einfach so ist, so, ja, habe mich angemeldet, höre aber nichts. Nee, ist auch nicht so mein Ding. Also jeder kriegt von mir auf jeden Fall ein E-Mail mit der Info und meldet euch an, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt nur zu gewinnen, verlieren kann keiner. Auf jeden Fall. Und hast du schon mal in die Themen so rein geschaut von den Leuten oder bist du noch gar nicht so zugekommen? Ich habe schon reingeschaut in die Themen, liebe Josephine. Ja. Muss man ganz kurz gucken, und ich wollte eben noch sagen, dass die Wine-Healing wirklich, wenn man es lernen will in der Ausbildung oder eben wenn man noch eine Session nachbuchen möchte, eben wirklich für alle Lebensbereiche gilt. Also man kann mit allem damit arbeiten, ne? Auf jeden Fall. Spiritualität, Gesundheit, Liebe, Partnerschaft, Partner finden, Familie, Freunde, Körper abnehmen, Finanzen, weil... Familie. Also, ich kann euch ganz kurz mal sagen, wenn es euch interessiert, was hier so Themen haben. Einmal mich wieder wohlfühlen, dann spüre alles und tue mich nicht leicht damit. Ja, das ist auch ganz wichtig. Abgrenzung, oder? Energien im Außen, fremde Energien. Hautprobleme hat jemand hier loslassen. Selbstwertgefühl wiedererhalten. Unsicherheit, Selbstzweifel ablösen. Finanzen, Selbstwert sind Themen. Blockaden lösen, Trauer verarbeiten und wieder Lebensfreude bekommen. Ja, ganz, ganz wichtig. Selbstliebe hat sich jemand gewünscht, gesundheitliche Probleme, Verdauungsprobleme, Rückenprobleme, Geschäft und Sicherheit, finanzielles Desaster auflösen, hat jemand geschrieben. Eben hier wieder auch nochmal Geldfluss, dann wieder körperliche Probleme, Gesundheit, Krankheit, Geld und Fülle. Also das waren mal so ein paar Sachen, die ich da vorlesen konnte von den Leuten, die sich angemeldet haben. Also ein riesengroßes Spektrum und man kann alles in die göttliche Ordnung bringen. Es kann super schnell gehen. Auf jeden Fall merkst du eine Veränderung. Aber eben wie die Josephine vorher gesagt hat, wenn du dich dann wieder in deiner Problemgeschichte auflädst, da musst du halt wieder abladen. Und deswegen ist es halt richtig gut, wenn man beide Seiten bedient. Einerseits die energetische, Divine Healing, und andererseits wirklich, wie denkst du und fühlst du als diese Persönlichkeit, die eben das wahre Ich lebt, dass du wirklich bist. Aber die Leute, die können jetzt wirklich auch 100% vertrauen. Es wird, wenn es nicht direkt weggeht, es wird besser. Wahnsinnig besser werden. Viel, viel. Und da stehe ich auch wirklich für, weil ich bin das beste Beispiel. So, kaum löst sich die Blockade im Hals, kann ich hier noch bis Heiligabend mit dir quatschen. Ne? Ja, das ist eben auch so schön. Und wir brauchen alle. Wir brauchen alle, die da draußen sind. Wir brauchen jeden einzelnen Mensch, der hier ist und sich eben auf seiner göttlichen Schwingung einbringt und damit einfach unsere ganze Welt beeinflusst. Das ist so wichtig, ja. Je mehr Menschen da sind und präsent sind auf höchster, freier, glücklicher Fülle-Schwingung, desto mehr leben wir echt im Paradies. Ne? Und ich wollte ja, du hast ja eben Abgrenzung gesagt, ist ja auch ein Wort, was man da reingeben kann als Energie. Und die Klientin, die sagte mir ein paar Wochen später, ich weiß, warum ich das gesundheitlich habe. Und dann sage ich zu ihr, wenn du das wieder hörst, ne, das Healing, sag einfach noch mit deinem Wort dazu Abgrenzung. Und das macht sie auch, weißt du. Und deswegen betreue ich die Leute ganz gerne auch nach, weil das ist mir so auch wichtig. Ich meine, wenn es jetzt natürlich 1 Million sind, fällt es auch mir schwierig, die Nachbetreuung. Aber so kann ich auch wieder so neues, kleines Input da rein. Sag das und das, Abgrenzung, und dann machen die das nochmal so, ne? Also, seht ihr, auch wenn ihr nicht gewinnt, bucht bei der Josephine. Ja, es macht Freude, es macht Spaß, damit zu arbeiten, weil du immer mit drin bist. Ja, auf jeden Fall. Du bist immer mit drin in der Energie, und ich meine, 24 Stunden Freude am Tag,
So schaut's aus. Und ich meine, wir brauchen keine Kompromisse machen. Muss jetzt nicht sagen, ja, 22 Stunden Freude reicht mir. Wieso? Wenn ich 20 haben kann, wieso sollen mir dann 22 Stunden reichen? Ja, das ist wieder dieses Denken, das wir echt verändern können dürfen. Ja, das reicht ja eigentlich. Ja, aber wenn es mehr gibt, wenn es alles gibt, wenn es unendlich viel gibt, warum sollst du dich beschränken? Und was auch noch zu erwähnen ist, du hast wahnsinnig viel Energie dadurch. Ne? Du gehst Dinge mehr an, du behältst die Klarheit, du behältst den Fokus auf das, was du machen möchtest. Natürlich habe ich auch Tage, so wie gestern, wo ich auch nicht so Bock hatte. Ist nicht schlimm. Da machst du halt einfach, du hast einfach deine Konzentration auch mehr. Also mir geht es so. Was ist deine Erfahrung? Ja, ja, und viel mehr Begeisterung, viel mehr Downloads, viel mehr in ja, Sachen, oh, das will ich jetzt machen, das finde ich super, das will ich in die Welt bringen, das will ich bewirken. Ja, solche Geschichten einfach, die... Genau, da kommen ganz viele Ideen noch, wo ich jetzt meine Facebook-Gruppe noch ein bisschen umbenannt habe. Die Farben passten dann gut zum Mandala und dann fragt man, hey, woher kommen diese ganzen Inspirationen? Aber das ist dann wirklich, wenn du dich immer wieder mit deinem Healing dann verbindest, so, ne? Genau, und jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Wir sind schon eine halbe Stunde dran. Wir haben so viel Input. Es werden aber auch hier die Leute das hören, die das brauchen können. Und auch diese Energie nur allein sich mit diesen Facebook Lives, wenn man die anschaut, ja, dann kommt da Divine Healing raus. Wenn wir über Divine Healing reden, dann channeln wir Divine Healing und dann kriegst du das über dieses Facebook Live mit. Und du kannst es selber beachten, wenn du jetzt hier eine Zeit lang zugeschaut hast oder alles zugeschaut hast, du gehst da anders raus. Das ist halt so. Das ist eben cool. Und nicht, weil Josephine und Patricia so super speziell sind, sondern weil wir uns entschieden haben, dass wir das erlauben. Das ist der einzige Unterschied. Ja? Und das ist cool. Ja, also, meldet euch an, meldet euch bei der Josephine. Guckt und verpasst es einfach nicht, geht für euch und dafür euer Leben zu verbessern. Du hast das letzte Wort, liebe Josephine. Was soll ich sagen? Ich habe vieles gesagt und das entspricht auch der Wahrheit meiner Erfahrung mit den Leuten, mit meiner Mama, mit allem und wer unbedingt wählt, dass er nicht happy sein möchte, der muss auf keinen Fall teilnehmen, nichts, keine Ausbildung machen. Und wir haben uns aber für was anderes eben entschieden. So schaut's aus. Also, wir verabschieden uns. Ja, ihr Lieben, schönen Tag. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim Gewinnspiel. Und danach in der Ausbildung seid dabei. Ich brenne dafür.